Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Tomb Raider. Wieder mit euer Tobi. Yeah, und es geht jetzt weiterhin. Wir haben es jetzt mal geschafft, die Forschungseinrichtung zu verlassen. Ja, hatten auch noch Gesellschaft gehabt. Und heute haben wir noch mehr herausgefunden. Und nun schauen wir mal, was wir Ende diesen Gang, dieser Höhle jetzt so. Lara! Oh! Was zum Teufel bist du? Oh nein! Was ist denn los? Wir werden angegriffen! Wir brauchen Hilfe! Verdammt! Nein! Nein, wir müssen uns beeilen, verdammt, unsere Freunde. Kehren Sie zum Lager der Überlebenden am Strand zurück. Boah. Nein. Bitte nicht. Nicht, dass jetzt irgendwas mit unseren Freunden geschieht. Das wäre überhaupt nicht toll. Das können wir jetzt am wenigsten gebrauchen. Achtung! Sie sind am Pier! Auf Hilfe! Feuer! Feuer! Oh nein, wir müssen uns beeilen. Jola, verdammt. Hilfe! Wo bist du? Verdammt! Schnell hinter. Boah, da geht das ja richtig ab. Okay, ihr Schweine. Ist das alles, was ihr drauf habt? Sie ziehen sich zurück. Oh, sie wurde angeschossen. Nein. Verletzt. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay, lassen wir es zu Wasser. Okay, Lara, wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Sollen wir nicht bereit sein? Lass uns loslegen. Lassen wir uns darauf ankommen. Was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein. Sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir's durch. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei.
Betreten Sie das Kloster. Ja, dann geht das ja wohl los. Schauen wir mal, was das alles jetzt ja, mit sich hat. Mit Sam und Himiko. Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Und der gute Doktor. Was zur Hölle tust du, Whitman? Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute, sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht er da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin! Auf Japanisch! Eure... Mein Bruder! Lol. Geil. Oh Mann. Und Whitman wurde jetzt getötet von denen oder was? Sah irgendwie danach aus. Man konnte aber den nicht richtig wirklich sehen. Okay. Um jetzt irgendwo weiterzukommen, ist am besten da lang. Schaffst du, Lara. Dum-da-dum-da-dum. Folgen wir denen auch mal. Hier sollte es ja auch weitergehen. Die Sturmwache. Nach all den Jahren immer noch ihre Königin. Wow. Heftige Sache, immer noch. Die Sturmwache. Achso, können wir anzünden. Dann machen wir uns den Weg frei. Jetzt den Sturmwachen jetzt einfach gleich ja, zuzukommen. Wir müssen erstmal überlegt, erstmal weiterkommen an Sam. Ja. Sei still, Lara. Oh, verdammt. Das sind ziemlich viele. Da hätten wir alleine überhaupt keine Chance. Verdammt. Was haben wir da wirklich mit denen zu tun? Aber dass sie uns noch nicht gesehen haben hier gerade. Also hier geht's weiter. Boah, was? Oh, Lara. Das willst du wirklich durchziehen? Ich werde hier durchkommen. What? Wen haben die da? Ist das Whitman? Oder wen hält der da unten fest?
Mann. Oh. Ja, nichts Gutes hier. Wow. Nein. Oh shit. Man hat uns schon bemerkt. Der geht ganz schön schnell, finde ich. Oh Mann, Lara, hopp. Nein. What the hell? Oh shit. Nein, 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 lass uns in Ruhe. Gut, wenigstens sind wir jetzt mal von ihm weggekommen. Oh nein. Boah, was sind das für Typen? Die Uni-Soldaten. Die haben ja keine Schusswaffen. Bam, Gnadenschuss. Können wir die auch plündern? Ja. Noch am Leben sein nach so langer Zeit. Sind irgendwelche komischen Verzauberungen. Irgendwas hat das irgendwas mit Magie zu tun. Sonst würden die bestimmt nicht noch in der Zeit noch leben. Niemals. Ja, ziemlich unrealistisch. Obwohl das jetzt nicht wirklich so Fantasy sein soll. Ich habe gesagt, dass eine Seele in einem verwesenden Kampfshotgun haben wir jetzt. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. Ja, dann gehen wir mal danach nach, Lara. Wir haben jetzt den 9. Tagebuch gehört. Und eine sollte es ja noch geben. Na gut, dann schauen wir mal hier weiter. So. Wow. Ja, ganz schön windig hier. Retten Sie Sam vor Matthias. Okay, Jona, da kommen Sie. Hier ans Geschütz. Ich nehme die Seite. Melde Ziele. Puh, das geht ganz schön ab jetzt hier in der Story. Komm schon, ihr Schweine. Achtung, rechte Seite. Schon Munition noch mitnehmen. Schieß weiter. Halt sie zurück. So, Sam, wir kommen. Oh shit, kommen wir da überhaupt da auf die andere Seite? Hoffen wir mal, weil der Wind ist so stark. Oh. Oh nein. Wow. Oh, yo. Na super. Geht ja jetzt irgendwie voll ab, finde ich. Nein, ne? Nicht euer Ernst. Oh. Wow. Exekution. Was machen die jetzt? Ja. Naja, wenigstens haben die uns jetzt einen Weg frei gebahnt. Wow, jetzt kommen hier so mit Schwert und Schilde. Nein. Wow. Oh,
Oh ja, wir haben keine Chance. Alter, gehen wir mal schnell weg hier. Schnell nachladen. Yeah. Erwischt, mein Freund. Boah, aua. Yeah. Und dann kommen da schon die nächsten. Danke, Rob, für deine heftige, gute Knarre. Boah. Wow. Schon krass, diese Uni. Au! Unis haben es echt drauf, ohne Witz. Oh Mann. Das kann ich euch nur sagen. Naja, auf jeden Fall, ja, wenn es euch gefallen hat, ja, lasst doch ein Like da, wenn, ja, das wäre echt nice. Und außerdem könnt ihr in den Kommentaren schreiben, gerne. Wäre auch kein Thema. Außerdem findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu der Playlist. Da könnt ihr einfach mal die anderen Parts anschauen, wenn ihr wollt. Sonst schaut einfach auf meine anderen Projekte hier auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen. Und jeden Support von euch und jede Unterstützung, ist echt nice. Ja, ich danke mal fürs Zuschauen und haut.